Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Mit Strom, Erdgas, Wärme sorgen wir für Ihr Wohlbehagen. Großer Zuspruch auf dritten Tourismustag des Landkreises und Sachsenringchor lädt zur Schnupperprobe. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Tagaktuell. Schön, dass Sie wieder da sind. Seit Wochen hängen die plakativen und provokativen Wahlplakate der NPD auch in unserer Stadt. Heute Vormittag hielt die rechtsextreme Partei eine Kundgebung auf dem Georgenplatz ab. Das Interesse der Passanten hielt sich eher in Grenzen, der Protest des Bündnisses für Demokratie und Toleranz dagegen nicht. Begleitet von heftigen Gegendemonstrationen und einem massiven Polizeiaufgebot hat die rechtsextreme NPD am Vormittag auf dem Zwickauer Georgenplatz eine Wahlkampfveranstaltung abgehalten. Udo Pasteurs vom NPD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern griff die Asylpolitik der Bundesregierung an und hetzte massiv gegen die Bundestagsabgeordnete der Linkspartei Sabine Zimmermann. Daraufhin ertönte ein lautes Pfeifkonzert der 60 bis 70 Gegendemonstranten. Neben der DGB-Regionsvorsitzenden nahm auch Stefan Kademann, erster Bevollmächtigter der IG Metall, an der Protestkundgebung teil. Dazu aufgerufen hatte das Zwickauer Bündnis für Demokratie und Toleranz. Werbung. Sie sehen Wahlwerbung zur Bundestagswahl 2013. Für den Inhalt sind die jeweiligen Parteien verantwortlich. Es ist Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Und nun versuchen Sie auch gar nicht erst, Ihre Hände in Unschuld zu waschen, hier, liebe Kolleginnen der FDP und der CDU/CSU, der Bündnis 90 Die Grünen und auch der SPD-Fraktion. Sie haben hier in diesem Hause diese unsägliche Agenda 2010 beschlossen und eine Lohnspirale nach unten in Gang gesetzt, die aufgehalten werden muss. Sabine Zimmermann, für gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Immer mehr Menschen befinden sich inmitten der Altersarmut. Gerade hier im Osten wirkt sich die dramatische Situation am Arbeitsmarkt jetzt aus. Die niedrigen Löhne und die langen Arbeitslosenphasen tragen dazu bei, dass die Renten immer niedriger werden. Sabine Zimmermann, für eine gute Rente ohne Armut im Alter. Haben wir 20.000 Menschen in der Region, die erwerbslos sind. Und so kann es doch nicht weitergehen. Sabine Zimmermann, für ein Recht auf Arbeit und ein menschenwürdiges Leben. Am 22. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Auch Ihre Stimme zählt. Ihre Erststimme, Sabine Zimmermann. Ihre Zweitstimme, Die Linke. Sabine Zimmermann, weil es sozialer geht. Sie sahen Wahlwerbung zur Bundestagswahl 2013. Für den Inhalt sind die jeweiligen Parteien verantwortlich. Am Mittwoch fand der dritte Tourismustag des Landkreises in Zwickau statt. Nachdem die erste Veranstaltung dieser Art auf dem Sachsenring durchgeführt wurde, gefolgt von der zweiten in Kirchberg, war diesmal die Stadt Zwickau der Gastgeber. Veranstaltungsort war der Bürgersaal des Rathauses. Musikalisch wurde die Veranstaltung durch das Jazz-Trio Moments Konzept vom Konservatorium Zwickau eröffnet. Moderator Daniel Pavel begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste, unter denen sich auch Sabine Zimmermann und Michael Luther, beide Mitglieder des Bundestages, befanden. Außerdem begrüßte er Zwickaus Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeis, die anwesenden Kreisräte, Bürgermeister, Vertreter der Vereine und Hoteliers. Er übergab den Staffelstab an Angelika Hölzel, erste Beigeordnete des Landkreises Zwickau. Für uns schaute sie auf die zurückliegenden Jahre.
Also an Bewerten ist geblieben, dass unsere Region genauso schön ist wie damals und auch schön bleibt und auch immer schöner wird. Wir machen den Tourismustag als Tradition. Das ist etwas Bewährtes, was wir auch als Bewährtes erhalten wollen, damit sich die Akteure des Tourismus treffen. Denn Tourismus entwickelt sich. Im Tourismus muss man viel tun, um die Touristen herzubekommen. Und deswegen auch dieser Tag. Wir blicken in die Zukunft. Wir schauen nur kurz zurück und dann nach vorn. Und wir müssen für unsere Touristen, wenn wir sie in unserer Region bekommen wollen, viel Neues tun, viele Events schaffen, denn der Tourist heute will bespielt und bespaßt werden und deswegen heute dieser Tag und deswegen auch für die Zukunft bin ich guten Mutes, dass unsere Tourismusakteure das wieder schaffen werden. Was zeichnet denn unsere Region aus? Was ist das Besondere, wenn man das innerhalb von Deutschland sieht? Das Besondere an unserer Region ist aus meiner Sicht eine Vereinigung von Industriegeschichte, Industriekultur, Landwirtschaft, die hier geprägt war. Und wir haben ja mit dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum ein deutsches Highlight als Museum hier in der Region. Aber auch die Region landschaftlich selbst, sodass der Tourist in unserer Region Stadt, Land, alles an einem Platz erleben kann. Das ist sicher kein Garant für 14 Tage Urlaub, aber zumindest für einen schönen Kurzurlaub ist für jeden, vom Kind bis zum alten Menschen, etwas dabei. Nachdem Angelika Hölzel alle Anwesenden auf das Herzlichste begrüßt hatte, brachte sie ihre Freude über die rege Teilnahme zum Ausdruck. Sie begann ihre Ausführungen mit den Worten: 5 Jahre Landkreis Zwickau. Das war die Herausforderung, sich neu zu orientieren, denn die Tourismusregion bestand nicht mehr so, wie sie einmal war. Der Landkreis müsse als Dach für den Tourismus und alle Akteure fungieren. In ihrem dann folgenden Grußwort freute sich Zwickaus Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeis, dass der Ausrichtungsort des dritten Tourismustages Zwickau sei. Sie brachte ihren Stolz darüber zum Ausdruck, dass sich das ehemalige Ruß Zwickau zu einer attraktiven Stadt mit reizvoller Architektur und tollen kulturellen Angeboten gewandelt habe. Wenn man gemeinsam die Kräfte in der Region bündelt, dann gibt es hier optimale Bedingungen für den Tourismus, so Findeis. Ruhe finden die Touristen im Umland und Kultur erleben sie in Zwickau. Eine Freude war es der Oberbürgermeisterin, den Gästen das farbige Fenster des Bürgersaals zu erklären. Dabei handelt es sich um ein Auftragswerk des Rates der Stadt Zwickau, erschaffen von Heinz Lanzendorf aus Werdau. Vor der Wende zierte es den Treppenaufgang des alten Rathauses. Es zeigt die Geschichte der Stadt Zwickau aus der damaligen Sicht. Der erste Vortrag des Tourismustages stand dann unter dem Titel »Der Tourismus ist auch nur ein Auto«. Manfred Böhme, Direktor des Landestourismusverbandes Sachsen e.V., erläuterte anschaulich, wo die Region in puncto Tourismus steht. Ausgangspunkt seiner Ausführungen war, dass das Auto trotz ständig steigender Kosten das liebste Kind der Deutschen ist und dass die Deutschen Reiseweltmeister sind. Gleichzeitig zeigte er auf, dass der Jahresumsatz der Tourismusbranche in Sachsen 7,2 Milliarden Euro beträgt und 217.000 Menschen hier beschäftigt sind. Stolz war man von Seiten des Veranstalters, einen neuen Tourismusfilm über die Region präsentieren zu können. Der ist wohl auch ein Ergebnis der gewachsenen Zusammenarbeit aller Akteure der Tourismusregion. Also entwickelt hat sich vor allen Dingen eben die Zusammenarbeit zwischen den Leistungsträgern selbst. Der Tourismustag ist eine schöne Tradition geworden, findet ja alle 2 Jahre statt. Wir haben auf Bewährtes gesetzt, haben natürlich alle das ganze Spektrum wieder eingeladen. Es sind also vom Gastgeber über den Bürgermeister bis hin zum Vermarkter, alle dabei, kommen hier zusammen. Und das Bewährteste an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass die ins Gespräch kommen können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre gelernt. Wir haben sehr, sehr hochwertige Gastdozenten auch da. Wir haben auch die landestouristische Politik mit eingeladen. Der Herr Böhme vom Landestourismusverband wird hier zu den Leistungsträgern sprechen. Und auf der anderen Seite, das absolute Novum, ist natürlich unser Landkreisfilm, den wir heute das erste Mal zeigen dürfen. Am Nachmittag nutzten die Teilnehmer dann die Gelegenheit, auf 3 geführten Touren die Stadt Zwickau zu erkunden. Neben der Tour auf Luthers Spuren mit Katharina von Bora gab es noch eine Schnuppertour entlang des Muldeparadieses und Autoliebhaber konnten sich im August-Horsch-Museum über die Geschichte des Automobilbaus in Zwickau informieren.
Werbung. Sie sehen Wahlwerbung zur Bundestagswahl 2013. Für den Inhalt sind die jeweiligen Parteien verantwortlich. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum unser ganzes Geld nach Griechenland geht und nicht in unsere kaputten Straßen und Brücken? Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer die ganzen Schulden bezahlen soll, die unsere Politiker immer anhäufen? Unsere Kinder etwa? Haben Sie sich schon mal gefragt, wie wir als Familie die ständig steigenden Stromrechnungen bezahlen sollen? Unser Land geht vor. Geben Sie Deutschland eine Alternative. Am 22. September Ihre Zweitstimme für die AfD. Sie sahen Wahlwerbung zur Bundestagswahl 2013. Für den Inhalt sind die jeweiligen Parteien verantwortlich. Nach über 22 Jahren hat das Zwickauer Kaufhaus Jo gestern Abend seine Türen endgültig geschlossen. Von den fast 60 Mitarbeitern hat bislang nur ein geringer Teil einen neuen Job gefunden. Der Räumungsverkauf in den letzten Wochen sei sehr zufriedenstellend gelaufen, teilte das Unternehmen mit. Der Verkauf des Gebäudes indes ist ins Stocken geraten. Wie es derzeit aussieht, bleibt das Haus bis auf Weiteres leer. Die Geschäfte mit separatem Eingang in dem Komplex sollen wohl einen neuen Mietvertrag bekommen haben. Die Inhaber wollten sich dazu aber nicht äußern. Nach 10 Wochen Bauzeit kann am Samstag der Straßenbahnverkehr rund um den Neumarkt wieder vollständig aufgenommen werden. Der gesamte Haltestellenbereich des Neumarktes auf der Bosestraße wurde instand gesetzt. Dabei wurde unter anderem der Gleisbereich verbreitert, der Haltestellenbereich erneuert und der gesamte Bereich behindertengerecht umgebaut. Das Briefwahlbüro der Stadt Zwickau hat noch bis morgen geöffnet. In der eigens im Rathaus eingerichteten Stelle können die Briefwahlunterlagen beantragt und abgeholt werden. Auch das Ausfüllen und die sofortige Stimmabgabe sind hier möglich. Die Zwickauer Arbeitsagentur und das Jobcenter laden am Samstag von 9 bis 13 Uhr zur nächsten Jobbörse ein. In diesen 4 Stunden können sich Interessenten über zahlreiche Stellenangebote informieren, spontane Vorstellungsgespräche führen und Tipps zur Gestaltung der Bewerbungsmappe erhalten. Außerdem gibt es um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr verschiedene Vorträge. Werbung. Es ist wieder soweit. Verpassen Sie nicht das große Oktoberfest auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Los geht es am Freitag, dem 27. September. Erleben Sie zahlreiche Fahrgeschäfte wie das große Riesenrad, Breakdance und den Autoscooter. Erstmalig in diesem Jahr Devil Rock. Erleben Sie wenige Meter über dem Boden unzählige Loopings und Kopfstände. Wieder da, die Familienachterbahn mit drehbaren Gondeln. Außerdem Kinderkarussell, Schießstand und Losbude. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Mal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Nicht vergessen, das große Oktoberfest auf dem Platz der Völkerfreundschaft vom 27. September bis zum 6. Oktober.
Sobi Vital, altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholesterinwerte gesunken. Blutwerte sind normal, ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2-in-1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Garantiert keine Ausdünstung über Haut und Poren. Am Mittwoch wurde ein Pferd auf der Koppel an der Ernst-Arnert-Straße in Gospersgrün womöglich von unbekannten Tierquälern an den Vorderläufen schwer verletzt. Der schwarze Vierbeiner musste daraufhin ärztlich behandelt werden. Laut der Besitzer ist es unwahrscheinlich, dass sich das Tier die Wunden selbst zugefügt hat. Die Werdauer Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Am kommenden Samstag lädt die Chorvereinigung Sachsenring zu einer öffentlichen Probe ein. Hierbei sollen Einblicke in den Choralltag gegeben sowie die Begeisterung für die Musik geweckt werden. Veranstaltungsort ist die Aula der Pestalozzi-Schule. Sie lieben Musik? Mit diesem Flyer macht die Zwickauer Chorvereinigung auf ihre erstmalige Schnupperprobe aufmerksam. Neben einem Frühstück erwartet die Besucher weitaus mehr. Natürlich können Sie auch erwarten, dass Sie ganz herzlich willkommen sind zu dieser Probe als Zuhörer, dass Sie herzlich willkommen sind, schon mal ein paar Sachen mitzusingen, die ganz leicht sind. Dass Sie herzlich willkommen sind, mit uns zu frühstücken und mit uns ins Gespräch zu kommen. Einfach, was wir tun, in welchem Umfang wir das tun, kostet das die Sänger was, wenn sie bei uns mitsingen. Und solche Dinge, was ja alles wichtig ist für Leute, die sagen, ja, da will ich dabei sein. Und Sie können erwarten, dass Sie sich, glaube ich, recht wohlfühlen unter diesen Leuten. Der 1955 gegründete Chor besteht heute aus etwa 70 Mitgliedern im Alter zwischen 17 und 78 Jahren. Musikalischer Leiter ist Uwe Moratzki, der im vergangenen Jahr die Nachfolge von Reinhold Stiebert angetreten hat. Bei den wöchentlichen Proben in der Pestalozzi-Schule wird jährlich mindestens ein Konzertprogramm mit dem Schwerpunkt A cappella Chorliteratur einstudiert. Gemeinsam mit dem Schulchor werden auch seit 3 Jahren Weihnachtskonzerte in Zwickau und Werdau gestaltet. Die nächste Großveranstaltung lässt nicht mehr allzu lang auf sich warten. Die Advents- und Weihnachtszeit, die Adventszeit mit einem schönen Konzert am 4.12. im Dom mit einer böhmischen Hirtenmesse von Jakob Rüber. Ein Werk, das sehr schön ist, das sehr publikumswirksam ist, andererseits nicht so schwer. Da werden wir sicher auch Teile draus proben zu dieser Schnupperprobe, um den Leuten zu zeigen, da könnt ihr schon mal mitmachen, weil das was ganz Tolles ist. Und dann machen wir noch 2 kleinere und unser traditionsgemäßes Weihnachtskonzert mit internationalen Weihnachtsliedern, mit bekannten Weihnachtsliedern. Das dann so vom 10. bis 16. Dezember alles in dieser Zeit. Damit ist die diesjährige Weihnachtstour der Chorvereinigung Sachsenring aber noch nicht zu Ende. Am 14. Dezember gastiert das Ensemble im Autohaus Duke und am 16. Dezember bildet das traditionelle Weihnachtskonzert in der Pestalozzi-Schule den Jahresabschluss. Wer nun Lust auf mehr bekommen hat, sollte die öffentliche Probe am 21. September auf keinen Fall verpassen. Werbung. Sie sehen Wahlwerbung zur Bundestagswahl 2013. Für den Inhalt sind die jeweiligen Parteien verantwortlich. Guten Tag, mein Name ist Carsten Körber. Ich bin Ihr Kandidat der CDU im Wahlkreis Zwickau für die Bundestagswahl am 22. September. Hier geboren und aufgewachsen, liegt mir unsere Heimat am Herzen. Deshalb engagiere ich mich schon seit vielen Jahren für die Zukunft unserer Region und unseres Landes. Ich bin 34 Jahre alt und kandidiere erstmals für den Bundestag. Begleiten Sie mich auf diesem Weg. Die weitere Entwicklung unserer Heimat liegt mir besonders am Herzen. Ich weiß, nur mit guten Schulen, nur mit gut ausgebildeten Arbeitskräften kann Deutschland auch in Zukunft stark sein. Wenn Sie möchten, dass es mit unserer Region weiter aufwärts geht, dann geben Sie Ihre beiden Stimmen, Carsten Körber und der CDU.
packen wir's an. Sie sahen Wahlwerbung zur Bundestagswahl 2013. Für den Inhalt sind die jeweiligen Parteien verantwortlich. Stacey Collins aus Nashville ist bereits eine echte Hausnummer in den Staaten, wenn es um satten Rootsrock mit Southern Boogie Blues und etwas Country geht. Morgen ist sie um 20 Uhr im Kulturzentrum St. Barbara in Lichtentanne zu Gast und gibt Kostproben aus ihrem neuen Album. Am Samstag findet im Robert-Schumann-Konservatorium der 4. Sächsische Streichertag statt. Gearbeitet und musiziert wird an diesem Tag mit ca. 80 Schülerinnen und Schülern aus ganz Sachsen in drei unterschiedlichen und nach dem individuellen Leistungsvermögen ausgerichteten Streichorchestern. Weitere Informationen, die gibt es unter www.sächsischer-streichertag.de. Am kommenden Sonntag um 17 Uhr sind zwei musikalische Weltstars im Robert-Schumann-Haus zu Gast. Die Cellistin Natalia Gutmann und die Pianistin Eliso Virsalatze. Im Zentrum des Konzerts steht die 4. Cellosonate von Ludwig van Beethoven, Opus 102 Nummer 1. Eröffnet wird das Konzert durch Beethovens 12 Variationen über das Thema aus Georg Friedrich Händels Judas Maccabäus. Für das Konzert sind nur noch wenige Restkarten erhältlich. Werbung. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Tanz aus der Reihe. Der Citroën DS3. Ultra personalisierbar. Technologie. Null Anzahlung, 100% fahren. Entdecken Sie die DS-Linie zu attraktiven Monatsraten. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten. Mit Küche vom Feinsten. Mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Wirtschaftlicher Erfolg braucht Zusammenarbeit. Das hat den Automobilbau in Südwestsachsen vorangebracht. Der 17. Automobilkongress der Automobilzulieferindustrie am 9. und 10. Oktober soll alle Partner der Region noch weiter zusammenführen und vernetzen. Netzwerke sind wichtig, weil heutzutage man kann kein Produkt und vor allem kein Automobil mehr alleine bauen. Und wir wollen die Partner mehr zueinander bringen, als sie jetzt sind. Namhafte Unternehmen der Automobilindustrie vertrauen seit Jahren auf die Inspiration und Innovation des Automobilkongresses. Der Kongress ist für uns wichtig, um auch die Richtung zu kriegen. Wie geht's weiter? Wo geht die Reise hin? Man hört immer aus Medien, aus Gesprächen mit Kunden, mit OEMs. Aber für uns ist das Dabeisein hier ganz wichtig, um einfach auch uns zu zeigen als Partner in der Region. Nun, wir beteiligen uns jetzt nunmehr zum zweiten Mal daran. Denn es ist so, die Region Zwickau, Chemnitz und Dresden ist halt nun mal eine Automobilregion. Und es ist ausschlaggebend, dass wir für die Zukunft nicht nur national, sondern auch international die Trends und die Entwicklungen möglichst bald mitbekommen können, um uns als Unternehmer darauf einstellen zu können. Auch namhafte Dienstleister unterstützen diesen Kongress. Ja, für uns als sächsisches regionales Unternehmen hier ist es wichtig, die sächsische Automobilzulieferindustrie zu unterstützen. Und da ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns hier engagieren. Die Plattform für eine starke Automobilindustrie in Sachsen. Der 17. Automobilkongress am 9. und 10. Oktober im Bürgersaal des Zwickauer Rathauses und im Haus der Sparkasse. Melden Sie sich jetzt an. Thank you.
Nach der bitteren 0:6-Klatsche des FSV Zwickau im Nachholspiel beim 1. FC Magdeburg hat sich die Mannschaft bei ihren Fans für die gezeigte Leistung entschuldigt. Alle Anhänger, die den FSV nach Magdeburg begleitet haben, erhalten für das nächste Heimspiel am Sonntag gegen den Berliner AK freien Eintritt. Das Ticket vom Mittwoch kann morgen auf der Geschäftsstelle des Vereins oder am Spieltag selbst am Kassenhäuschen im Sportforum Soyuz gegen eine Heimspielkarte eingetauscht werden. Die Eispiraten Crimmitschau blicken auf das zweite Punktspielwochenende in der noch jungen Saison der DEL 2 voraus. Am Freitag um 20 Uhr empfangen die Westsachsen den ESV Kaufbeuren, bevor am Sonntag das Auswärtsspiel bei den Heilbronner Falken für die Eispiraten auf dem Spielplan steht. Der Freitag wird überwiegend stark bewölkt und regnerisch. Am Nachmittag lässt sich dann auch mal die Sonne sehen. Bei einem teils kräftigen Südwestwind erreichen die Temperaturen 8 bis 14 Grad. Hier sind die Wetteraussichten bis Montag. Auch am Samstag gibt es kaum Änderungen. Erst am Sonntag werden die Wolkenlücken größer und es bleibt trocken. Am Montag klettert das Thermometer wieder bis auf 18 Grad. Und das war sie auch schon wieder, unsere heutige Ausgabe von Tag Aktuell. Morgen am Freitag sind wir nochmal für Sie da. Ich freue mich drauf. Bis dahin, ciao und tschüss. Television Zwickau.